Weiter geht's heute mit Need for Speed Unbound. Wir machen weiter und wollen uns ein weiteres ein Duell weiter liefern. Ich glaube, wir haben noch ein Duell offen, oder? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Da war noch irgendwas. Da war noch irgendwas. Warte mal. Takeover mit 40.000. Das können wir theoretisch noch mitnehmen. Aber da war doch irgendwas anderes. Ich glaube, wir haben noch ein zweites Duell gehabt. Knifflig, Straßenrennen, Takeover, Drift Event brauchen wir nicht. Ich fahre die Drift Events nicht, weil ich die nicht kann. Weil meine Autos mehr auf Handling sind als auf Driften. Ich habe jetzt keinen Powerhund, Treffpunkt. Straßenrennen, haben wir nicht immer noch ein Duell gehabt? Oder war das ein Tag? Ich überlege gerade, ob ich das Takeover fahren soll. Alle Events. Hier ist ein Duell. 24.000. Aber die Kohle haben wir gerade nicht. Da wird es wahrscheinlich auf das Takeover hinauslaufen. Goldauer. Das ist ein normales Herzenkurvenlegende. Okay. Style it out. Ja. Dann machen wir das Takeover. Das Takeover, ja. Ist schon richtig. Jetzt muss ich gerade wissen, wo das ist. Warte mal. Weil ich die. Warte mal, Takeover. Pace City Black, das haben wir schon mal gefahren. Takeover für die Leidenschaft. Ist das das hier? Nee, ist das auch nicht. Woanders. Ah! Warte, wo war das Ding? Wo war das Ding? Wo war das Ding? Gute Vorbereitung. Ist das das hier? Nein, auch nicht. Wo habe ich das denn hingesetzt? Style it out? Nein. Das war doch ein 32.000. Nee, 40.000 Ding, oder? Das ist das hier. Auf die Plätze fertig, los! Lup. Wann nehmen wir mit? Das Auto ist dann final egal. Bereit, dir noch ein Auto aus Alex' Sammlung zu schnappen? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Gut, okay. Ich schicke dir den Standort. Dann machen wir erstmal die Nummer. Hey, Ryder. Alles okay? Hab gerade dran gedacht, wie sie abgehauen ist. Ey, das war nicht deine Schuld, Ryder. Naja, nicht das, was sie getan hat. Nur was ich getan habe. Nicht. Aber vielleicht ist es noch nicht zu spät. Ist es nicht. Was wir geteilt haben, gemacht haben, das verschwindet nicht einfach. Wir können das wieder aufbauen, weil das Fundament stabil ist. Das war jetzt aber ganz schön tiefsinnig. Du bist nicht der Einzige, der dieses Buch liest. Danke, dass du dich gemeldet hast. Reiterich, hast du mich angerufen, Kollege? Weil ist denn das weg? Okay, nicht weit. Wir machen eine weitere Erfahrungsstufe, Dinge Nummer. Eigentlich könnte man richtig Kohle verdienen diese Nacht. Also wenn ich jetzt danach das Takeover-Ding noch fahre, wenn nachdem wie lange die Nummer jetzt dauert, knall ich da richtig an Kohle raus. Dann sammle ich aber 80-90.000 sich alleine aus. Und kann man mit Klammern weiter aufbauen. Soll man jetzt in die Kopf mich jetzt nicht werfen? Nein, Hort, du siehst mich nicht! Für ein Auto? Ist das ein Firebird? Pontiac Firebird? Kann das sein? Ja. Hänge die Cops ab, unbeschädigt. 40.000. Naja, wir suchen einfach wieder eine Tankstelle, wenn wir das Auto, wenn wir das Auto nach Hause bekommen. Verdammt. Yo, ich hab ihn. Noch einer, den ich für Tests besorgt habe. Oh Mann, die klingt echt unglaublich. Ich finde heraus, was es mit dem Wagen auf sich hat. Boah, Alter, der hat übelst Scheiß. Der Scheiß her. Was haben wir denn? 5 Sterne? Boah, Alter, das war jetzt nicht beabsichtigt. Straßensperre voraus. Das sollte sie stoppen. Weiß nicht, wie lange wir noch heute machen können.
Am besten gar nicht. Gib auf. Und tschüss. Also ein scheiß Heli noch dabei. Die sind mir hinterher. Normalerweise reicht das meistens, wenn ich über die Dings gehe, über das Gelände gehe, dass die im Jahr. Ah, du gehst mir auf den Sack mit deinem Scheiß. Dann gib doch einfach auf! Ja, soll ich nur den Kopf hinter mir ab? Ja. Nur ein Heli hinter mir ab, ja, ne? So, jetzt eine Tankstelle noch in der Nähe, das wäre total toll. Eine fucking Tankstelle. Da oben. Die ist natürlich noch oberhalb des. Kann ich die Tankstelle mal markieren? Ist das irgendwie möglich? Kann ich natürlich nicht, weil. Warum auch immer. Warum sind die alle oben? Ich brauche eine scheiß Tankstelle. Und da vorne ist eine. Okay. Das ist auch die, die ich eben gesehen habe. Und dann fahren wir das Auto nach Hause. Also ich muss sagen, der Pontiac ist vom Fending her überhaupt nichts für mich, aber wie gesagt, das ist halt immer ein bisschen objektiv. Der ein oder andere kommt mit dem Auto klar. Oder mit diesem. Wieso war das schon lang gefahren? Die haben doch schon kaputt gemacht, die Dings. Oh, da ist ein Kopf. Vielleicht mal so ein eigentlich zum Versteck. Ja, ein bisschen noch, ne? Super funktioniert. Und danach werden wir das Takeover versuchen zu fahren. Scheiße, Koppel. Genau, du bleibst unten. Oh, Alter, den habe ich ja gar. Den sehe ich ja gar nicht auf der Straße. Was ist das für eine Nummer für ein Auto? Das ist ein Zweierkopf? Ist das nur der Coverkopf? Würde Frage, nächste Frage, ist das ernsthaft? Ist das nur der Covercop? Weil der wird mir auf der Karte nicht angezeigt. Gar nicht, wie gesagt, ich habe echt nicht. Oh, warte mal. Wenn wir schon mal hier sind und ein bisschen Ruhe haben. Nummer 4 von 6. Schade, dass ich mir die Dinger nicht einzeln markieren kann.
Ich meine, ich bin jetzt nicht der Fan davon, ich gehe jetzt nicht alle ab. Also, aber wir haben es geschafft, wir haben das Auto abgeliefert, wir holen jetzt die 40.000 auf der Hand. Und machen Kohle. Und danach geht's weiter. Hey. Hallo. Aber nicht jetzt. Styled out war es nicht. Es war, jetzt habe ich vergessen, wo das Ding war. Es war hier. Naja, aber quer durch die Stadt, why not? Gute Arbeit bei dem Job. Der Kunde ist sehr glücklich. Kann ich fassen, dass ich den noch mal holen musste. War wohl keine Werbekampagne für einen Film. Oh, das war für einen Film. Aber kein Werbefilm. Die Produktion stockt, seit der Wagen weg ist. Oh Mist. Alec liebt wohl das Original und hasst Reboots. Vielleicht ist er doch ganz okay. Jetzt, wo er wieder da ist, kann der Dreh weitergehen. Puh. Wie soll sich der Produzent sonst eine Yacht für seine Superjacht leisten? Also, das war bestimmt noch ein Job, den du für Tess gemacht hast. Ja, damit. Worum geht's? Desta Rossa. Hm. Vielleicht. Ich schick dir den Standort. Eigentlich will ich eigentlich mal. Dann halt nicht. Ich schon wieder? Das ist ja noch weiter weg. Vor allen Dingen. Ich will mal was anderes. Eigentlich wollte ich jetzt nicht unbedingt noch eine Lieferung machen, aber scheinbar sind wir gerade Lieferjunge. Lieferheld, Lieferjunge, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Weil die Kopf ohne Ende, ey. Ich muss hier quer einmal durch die Stadt fahren. Ja, es sind 40.000, ne? Ich wollte eigentlich halt, wie gesagt, auch jetzt nochmal noch ein Style-Out fahren. Aber das können wir theoretisch, würden wir wahrscheinlich theoretisch. Oh, das ist noch ein Bärsche. Aber da kommt erstmal ein Kopf. Gott, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Und da kommt der nächste. Du fährst nicht neben jetzt ab. Alle, komm. Für Holden. Holden versteht, was die Jugend von Lakeshore wirklich will. Hippe Ecken zum Abhängen. Wie Skateparks. Angesagte Cafés. Wir stehen oben. Unterführung. Oder nicht? Ja, das tut er auf jeden Fall. Wählt Holden Park in Dayton, denn er würde das gleiche für euch tun. Vergiss nicht die Eisdielen und Cafés. Junge Leute lieben es total, da abzuhängen. Nicht nur junge Leute. Manchmal ist es echt chillig, gerade wenn das Wetter super toll draußen ist. Und warm ist und alles drum und dran. Nee, fahren wir geradeaus, Alter. Das sind immer noch 3000 Kilometer, 3000 Kilometer, ja, 3000 Meter. Wir gehen die Cops ein bisschen auf den Sack gerade. Tschüss. Ja, wir sind ja schnell da, aber. Müsste nicht aufpassen, das war jetzt. Oh, da stehen noch mehr Kopf. Da komme ich gerade mit zwei Stücken. Also einer fällt weg, einer kommt mir gegen zwei Kopf direkt hintereinander weg. Aber brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, das nächste Auto ist ein Ferrari Testarossa. Mir kam so vor, als hätten wir das auch schon mal gehabt, das Auto. Kann ich das hier anpinnen? Nee. Dann fahren wir einmal hier rum. Dann geht das schon.
Ein weißer Ferrari Testa. Also wie gesagt, ich habe das Auto, ich habe das Gefühl schon mal gehabt, das Auto haben wir nämlich, das Auto haben wir auf jeden Fall schon mal gehabt, ja. Testa Rossa Coupé 84. Jazz-Lieferung. Und wir haben wieder 5 Flammen und da fahr ich. Aber kein großer Schaden. Bin drin, Jess. Ich melde mich, wenn's erledigt ist. Okay. So, jetzt müssen wir. Okay, die sind schon mal eine andere Nummer. Das hört so mal ganz schön gefährlich knicken. Oh, Alter! Fahre, ja, kommst du ohne Hände gerade? So, die sind wir schon mal wieder los. Jetzt brauchen wir. Oder? Nehme die Verfolgung wieder auf. Helikopter jetzt vor Ort, Zentrale. So, Tankstelle da vorne. Weil der Kopf wird eh nicht ewig hinter uns bleiben. Solange jetzt keine Bodeneinheit kommt, ist es eh wurscht. So, kannst du mit deinem scheiß Heli mal bitte verschwinden, oder? Ich bin in eine scheiß Röhre gefahren. Objekt ist irgendwo in Lakeshore Quarry verschwunden. Dreht jeden Stein in dieser Stadt um, bis ihr den Punk findet. Nächstes Mal machen wir sie dingfest. Habt ihr der scheiß Kopf, der schleicht da vorne rum? Da steht er. Ah, jetzt geht der Scheiß mir auf den Sack. Jetzt kommt schon wieder ein scheiß Heli oder was? Ja, tschüss. Steht der noch da? Ja. Ich muss jetzt mal hier gucken, dass ich hier rauskomme aus der Nummer. Der scheiß Kopf geht mir auf den. Ich will ihn eigentlich gerne mal loswerden. Und da oben vorne ist wahrscheinlich ein Dings. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Ich bin zwar immer noch in der Röhre, aber du siehst mich nicht. Ich kann jetzt auch nicht heraus. Das ist das Problem an der Nummer. Wie weit ist denn das eigentlich jetzt bis zum. Pff, klar, why not? Das ist wieder auch mal komplett durch die halbe. Warte mal, Schalte 5. Ah, nee, das ist was anderes gewesen. Verschwinde mal mit deinem scheiß Heli da! Jetzt. Ich muss mal hier raus. Keine Möglichkeit, hier mal rauszufahren, ist ja nun mal.
So, dann fahren wir hier mal lang. Wenn ich jetzt zumindest... So, die denken immer noch, ich bin unten im... Dann muss ich hier runter? Ja. Die denken immer noch, ich bin in dem Stein... Also, scheinbar in der Baustelle. So, habe ich jetzt ein bisschen was abgekürzt? Ja, ein bisschen noch, ne? Na gut, jetzt die größer geht es jetzt eh geradeaus. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie fahre ich jetzt lang? Geradeaus da wahrscheinlich. Schöner Kopf. Mein Sehntürchen schon, oder? Wo ist er? Da vorne, ja. Das sind mehr Cops, das ist ein SWAT-Cop und ein Stufe 1-Cop. Und ein Heli. Ja, ist klar. Haut ab von mir jetzt, ey. Auf Eier gerade. Klar, wir sind Stufe 5, ne? Nochmal, die suchen uns natürlich als Extrems. Ja, Alter, geht ihr. Geht mir auf die Eier, ja, aber. Der Big Up, Gott sei Dank. Oh, Alter. Ich will ein Chassis. Alter, ja, was soll man wissen, ne? Warte mal, muss ich gerade gucken, wo ich hin muss. Ich will mal jetzt gerade einfach mich verziehen hier. Hier gehe ich lang. Da, geschafft. Heieieiei. War das eine Nummer? Hey, der Kunde hat angerufen. War super glücklich, sein Auto. So, dann gucke ich gerade, da oben ist noch ein Versteck. So zurückzubekommen. Man befreit nicht jeden Tag einen Ferrari Testarossa. Ich bin neugierig. Was hat Pinks über den gesagt? Irgendein reiches Arschloch wollte den für sein Museum von Arcade-Automaten. Wirklich? Ich weiß, mir kann man nicht alles erzählen. Nee, diesmal stimmte das sogar. Was? Das war ein Job für Alec. Für seine persönliche Sammlung. Warum fühle ich mich wie ein Volltrottel? Weil du einer bist. Bis dann, yes. Adieu. So, fahren wir hier in die Werkstatt und machen hier einen Break. Natürlich, ne? Alter Verwalter, das hat sich aber gelohnt. Jetzt nochmal 80.000 für zwei Autos ausbekommen. Ich glaube, noch ein bisschen Zusatzkohle haben wir gekriegt. Gibt 6.000 oder so. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich schließe meine Werkzeuge immer noch an der unteren Steckdose an, weil Jasmine die obere immer für ihr Handy gebraucht hat. Verrückt. So, Motor. Die Motoren würden mir sowieso nichts bringen, selbst bei Super. Teile. Guck mal gerade, was ich noch hier habe. Ich habe eigentlich nichts momentan, was... Ich könnte auf Elite gehen, das wäre der Vorteil.
drauf. Das würde gar nichts bringen. Das würde plus 1 bringen. Das würde gar nichts bringen. Das würde überhaupt nichts bringen. Selbstansorgend. Höchstens auf Elite. Wenn ich den auf Elite baue, halt selbstansorgend. Hab ich den? Hat die Gitarre? Haben die einen überhaupt? Nee. Wenn ich den baue, dann hat er plus 9. Und dann wäre der auf. Voll. Dann nehmen wir das mit. Und hat er schon fast 400. Was haben wir hier an grundlegend Fahrwerk? Warum habe ich kein Elite-Fahrwerk drin? Nehmen wir das mal mit. Das stabilisiert die Karre noch mal ein bisschen. Wir haben noch 24.000. Reifen. Das würde überhaupt nichts bringen, was ich drauf habe. Außer, ich kann die Straßenreifen behalten. Es würde sonst schlechter werden. Unnötiges Geld ausgeben. Aber gut. So, gut. Dann mache ich jetzt hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann haben wir geht's schon wieder weiter, ne? Weil wir haben jetzt McLaren ein bisschen auf der höchsten Stufe. Das heißt, wir wären jetzt so langsam bereit fürs Grand. Könnt jetzt also so langsam drauf zuarbeiten und dann irgendwann die Story abschließen. Naja, mal schauen. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder bei Need for Speed Unbound.